Die Rechnung ist einfach. Gewinnt die SG Irsch heute in Kassel gegen die SG Ruvertal, ist die Meisterschaft und damit der Aufstieg in die Rheinlandliga perfekt. Aber Ruvertal ist Tabellenzweiter, hat das Hinspiel gewonnen und will den Titelkampf zumindest noch ein bisschen spannend gestalten. Wir sind dabei und zeigen jetzt die besten Szenen und die Stimmen zum Spiel. Viel Spaß! 5 Spieltage vor Saisonende kann die SG Irsch die Meisterschaft bereits perfekt machen. Die Zeichen dafür stehen gut, denn außer Tobias Hein tritt Trainer Peter Schuh mit seinem Team gegen Ruvertal in Bestbesetzung an. Ruvertal war direkt im Spiel und presste früh. Schöner Pass auf die Flügel, in der Mitte lauert Christoph Moorbach, aber Irsch-Torhüter Heining pariert. Danach passierte 15 Minuten rein gar nichts. Irsch wirkte nervös, bis auf Stürmer Lukas Kramp. Hellwach erbeutet er sich die Kugel, muss nur noch einschieben, aber ein starkes Tackling verhindert die Gästeführung. Auch nach 32 Minuten regte sich in Kassel wenig. Dann gab es Eckball für Ruvertal. Irsch klärt und leitet blitzschnell einen Konter ein. Lukas Kramp ist durch, zündet den Turbo und André Paulus vollendet den starken Konter. 1:0 für die SG Irsch. Selbst in der Zeitlupe ist Lukas Kramp noch schnell. Hier wird deutlich, dass Ruvertal beim eigenen Standard viel zu hoch stand. Eine leichte Beute für den Tabellenführer. Nein, ein fußballerischer Leckerbissen war dieses Spiel bislang nicht. Auch nach 45 Minuten blieben Chancen Mangelware. Irsch lauerte jedoch immer auf Fehler des Gegners, so wie in dieser Szene. Ruvertal im Ballbesitz. Dann ein Querschläger und plötzlich ist Paulus völlig frei, schiebt rüber zu Kramp und es steht 2:0 für Irsch. Irsch kam motiviert aus der Kabine und dribbelte sich nach vorne. Fabian Müller ist durch und wird gefoult. Nach nicht mal einer Minute gab es Freistoß für Irsch. Kevin Schuh tritt an und findet die Lücke in der Mauer. 3:0 für Irsch. Nun wurde es einfach. Bastian Hennen schickt Lukas Kramp und der macht das 4:0 für die Gäste in der 52. Minute. Ruvertal lief jetzt nur noch hinterher und Irschs Meisterexpress rollte weiter. Kramp auf Müller und 3 Minuten später steht es 5:0 für Irsch. Von Ruvertal kam nun nichts mehr. Erneut ist Kramp schneller als alle, Paulus lauert in der Mitte und es steht 6:0 für Irsch. Der Korken des Meistersektes kann nun schon mehr als gelockert werden. Drei Minuten vor dem Ende hatte Irsch immer noch nicht genug. Steffen Bodem wurstelt sich durch und macht das 7:0. Danach war der Aufstieg perfekt. Nach dem deutlichen Auswärtsdreier bei der SG Ruvertal sichert sich die SG Irsch den Meistertitel und darf nächste Saison in der Rheinlandliga spielen. Zu 0 gewinnt die SG Irsch gegen die SG Ruvertal und ist damit Meister und Aufsteiger in die Rheinlandliga. Bei mir steht jetzt der Coach Peter Schuh, der SG Irsch. Herr Schuh, haben Sie geglaubt, dass es heute so einfach wird, das Spiel? Nein, sicherlich nicht. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird und wir waren gut vorbereitet und ja, riesen Kompliment an die Mannschaft. Die hat. Ich hab's befürchtet.
einfachen Sieg in Anführungsstrichen heute? Oder was für ein Spiel? Ja, es war kein einfacher Sieg gewesen. Im Nachhinein sagt das Ergebnis natürlich mehr aus. Aber ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir waren ja top vorbereitet, top motiviert. Wir haben interne Umstellungen vorgenommen. Und ja, hat sich nach hinten raus dann bewahrheitet, dass die Umstellungen dazu geführt haben. Ich gehe in Deckung. Unser Peter! Eine Frage noch, dann könnt ihr machen, was ihr wollt mit ihm. Ach, okay. Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft. Ich denke, wir sind verdient Meister geworden, haben die meisten Tore geschossen, haben die wenigsten Gegentore kassiert. Und ja, wenn man so eine Bilanz hat, dann ist man sicherlich Verdienstmeister. Dann nochmal Glückwunsch von unserer Seite. Was ist jetzt noch geplant bei euch? Ganz spontan. War nicht von auszugehen, dass wir hier heute hier so eine Show abziehen. Wir werden noch hier noch feiern und dann spontan noch in Schoden. In unserem Vereinsheim, die tote Mannschaft spielt da. Und wir werden da noch die Nacht zum Tage machen. Habt euch verdient. Dann noch viel Spaß dabei und vielen Dank. Mhm. Herr Stoffels, 0-7 verloren. Woran lag es heute? Warum war es so hoch dann im Endeffekt? Ja, die erste Halbzeit, die zwei Gegentore. Das waren von uns individuelle und gruppentaktische Fehler. Da haben wir uns extrem dumm angestellt. Auch die Chancen, die ich schon in der ersten Halbzeit hatte, resultierten aus Fehlern von unserer Seite. Zweite Halbzeit ganz klar. Ich habe noch eine recht junge Trainerkarriere, aber so ein Spiel habe ich bisher noch nicht erlebt. Das war ja teilweise Leistungsverweigerung, kein Elan mehr. Und dann gibt es dann so einen Tag, ja, den kann man dann schenken, dann hat man auch als Trainer von außerhalb keine Einwirkung mehr auf das Spielgeschehen. Und dann kriegst du halt in der zweiten Halbzeit dann noch diese 5 Gegentore. Die Meisterschaft ist jetzt entschieden, wie geht ihr jetzt die nächsten Spiele an? Ja, die Meisterschaft, die haben wir nicht heute verloren. Ich bin enttäuscht heute über die Leistung meiner Mannschaft. Die Meisterschaft, die haben wir, ich sag mal, nach den Wochen, nach der Wintervorbereitung, die 5-6 Spiele, die haben wir da, sag ich mal, abgegeben. Die restlichen Partien jetzt werden wir versuchen. Da die Mannschaft, wir werden dann Dienstag über das Spiel hier reden. Und wir werden dann versuchen, in den letzten Partien auch den Zuschauern, die heute hier vor der Riesenkulisse, auch einheimische Zuschauer, sind natürlich enttäuscht, wie wir uns heute hier präsentiert haben. Und wir wollen versuchen, die letzten Spiele halt ordentlich über die Bühne zu bringen. Okay, dann wünsche ich viel Erfolg bei und vielen Dank. Danke.